Kabel zu hängen. Ich bin sowieso kein großer Freund von Technik. Jetzt, wo ich letztens jetzt wieder gehört habe, wie nah Google an Skynet dran ist. Es wurde ja schon behauptet, dass Google bzw. eine Offline-Version von Google, wer es glaubt, angefangen hat zu träumen oder sowas ähnliches zumindest. Die Firma Google hat eine KI programmiert, die träumen kann. Ja, wie gesagt, ja, die Offline-Version. Google, die hat so viele Daten, es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich da nicht schon was entwickelt hat. Ich finde nur interessant, dass da immer Augen in den Bildern sind. Ja, und ich finde es interessant, dass ich mit dem Headset nicht arbeiten kann, merke ich gerade. Also da muss wirklich noch geschraubt werden. Es kann wirklich sein, dass ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen muss, bis ich das hier hinbekomme. Weil wenn Arti nebenbei spricht, dann höre ich ihn schwierig. Aber ich brauche den Sound auch auf eine gewisse Lautstärke. Also ich weiß noch nicht genau, ob das was wird. Weil ich möchte, das habe ich mir geschworen, ich möchte nie wieder von einem Game genervt sein. Weil Spiele sollen Spaß machen. Dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Ach so. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Kennst den schon? Nee! Ich glaube, der kennt den Assassinorden. Wir sind ja so auffällig unauffällig mit den Kapuzen. Also ich habe den jetzt persönlich noch nicht getroffen. Aber ich liebe solche Reaktionen. Vor allen Dingen, wenn ich nicht... Ja, was denn? Entfernung von Zielen verringern. Ja, schön, toll. Ich kann nur eine gewisse Geschwindigkeit laufen. Das ist ja wieder Assassin's Creed 3 all over again. Wo eine Mission, wenn... da hast du nur 2 Sekunden Zeit zum Reagieren und die brauchst du zum Hinterherrennen. Okay, ich mach den Stream gleich aus. Ich merke nämlich, dass ich wütend werde. Und so mag ich nicht zocken. Weil ich dann Videos produziere, die diese Wut rüberbringen. Und das kann ich mir nicht verzeihen. Okay, ganz ruhig, Konzentration. So, da ist er ja, der Hühnerschrecker. Komm her, ich krieg, aber ich habe mir vorgenommen, heute erstmal höchstens 1 Stunde wieder aufzunehmen, um zu gucken, ob ich damit noch arbeiten kann. So. Jetzt aber. Ja, nu, hopp. Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist der? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Der drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Ja. Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Lord das Gift. Und er sagte, der Lord hat wohl eine Kunde. Genau wie ich. Tja.
Ja, das Phänomen kenne ich, dass Zuschauer es lieben, wenn Leute sich aufregen. Nur ich persönlich hasse es, weil ich genau weiß, wie die Psychologie dahinter funktioniert. Deswegen schaue ich mir solche Streams nicht an und ich werde garantiert niemals so einen Stream machen. In dem Moment, in dem ich mich wirklich aufrege, was gerade leider fast der Fall ist, werde ich ausmachen. Und ob ich Lust auf Koop habe, weiß ich nicht, das weiß ich nur in dem Moment. Ich werde nicht für die Zukunft planen, nicht mal für eine Stunde. Weil für Koop möchte ich mich jetzt auch richtig ausrüsten, dass ich da vernünftiges Gear habe, weil sonst... Das Durchsterben war zwar ganz lustig, aber das muss ich jetzt nicht nochmal haben. So, jetzt haben wir noch einen Verdächtigen. Mal schauen. Aber das ist ja sowieso dieses Schwammige irgendwie seit dem dritten Teil zwischen Templer und Assassine. Dass sie ja prinzipiell dasselbe wollen, nur auf verschiedene Art und Weise. Was ich sehr interessant finde. Ja. Interessant ist es wohl. Vor allem, ich finde, es ging eigentlich schon in Assassin's Creed Brotherhood los, als man gesehen hat oder miterlebt hat, dass Borgia gar nicht, also an sich kein böser Mensch ist. Weil gerade wenn man ihn zusammen mit Cesare und wie heißt sie, Lucrezia gesehen hat, hat man gedacht, mein Gott, der arme Kerl mit solchen Kindern gestraft. Da hatte ich hatte in Brotherhood das erste Mal Mitleid mit den Templern, also mit wie hieß er, Papa Borgia halt. Ja. Ja, da haben wir eine Serie gesehen, die Borgias, wo die mehr oder minder die Helden waren. Und wo er dann Papst war, kam einer rein, ich beschuldige euch. Und er dann nur, was beschuldigt man uns denn nun schon wieder? Ich beschuldige den Heiligen Vater, wessen beschuldigt man uns denn genau jetzt das, schon wieder? Das war genau Wortlaut, danke dir. Er hat doch seine Kinder in hohen Positionen eingesetzt. Ach, meine lieben Kardinalsbrüder. Wer von euch ohne Kinder ist, werfe den ersten Stein. Ja. Eine sehr schöne Serie. Also wir haben sie nicht zu Ende geguckt, ich weiß gar nicht mehr genau warum. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich sehr schön. Vor allen Dingen, wenn man Assassin's Creed Brotherhood mag, weil das hat so irgendwie nicht genau den Geschmack, aber... Es bringt irgendwie die Zeit nochmal so ein bisschen rüber. Das hat so dasselbe wie Assassin's Creed 3 und der Patriot. Oh ja. Ja, wie gesagt, mit der Ausrüstung sehe ich auch. Also, ich setze sie so zusammen, wie sie mir gefällt. Aber ich bin immer dankbar für die Tipps. Weil ich da natürlich auch nicht alles wissen kann. Ach so, ja. Was ist da unten los? Stress. Wo komme ich denn jetzt hier links? Meine Güte. Muss denn Paris so groß sein? Und das wird echt spannend mit Syndikat. Wie gesagt, nochmal 30% größer als jetzt hier Paris. Ja, London ist nun mal größer. Ja. Hoffentlich. Ich hoffe nur ernsthaft, dass London nicht so langweilig wird, wie ich London in der Erinnerung habe, als ich das eine Mal da war. Aber ich muss dazu sagen, ich habe die Nacht vorher nicht gepennt, weil wir irgendwie so halbwegs durchgemacht haben. Und deswegen war ich ziemlich, als wir auf der Seen gefahren sind, bin ich eingeschlafen. Themse. Ja, alles dasselbe. Ist doch alles, ist mir doch egal. Doch alles Wasser. Ja, eben. Ja, als wir etwa da unterwegs waren, bin ich eingepennt und das war nicht so wirklich freiwillig, dass ich da war. Das war unser eine Lehrer, der wollte unbedingt hin. Die anderen, selbst der anderen Lehrer war nicht unbedingt begeistert. Aber später haben wir rausgefunden, warum er unbedingt hin wollte, weil die eine Junglehrerin hat auch nicht bei uns im Jugendlandheim gepennt, sondern die war immer außerhalb, wie eben unser einer Lehrer. Das fand ich immer sehr lustig.
So, die Konfrontation. Düm, 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 düm. Mirabeaus Mörder hat eine Spur hinterlassen, folgt ihm und führt den Mörder seiner gerechten Strafe zu. Das werde ich doch sehr gerne tun. Charmander Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Adlerauge, Junge. Alles klar. Ah nein, Facebook haben wir vergessen. Also Arti hatte geguckt, aber... Ich hab geguckt, das kann mir nicht angezeigt werden. Ja, dann musst du auf dem PC gucken, weil ein Ding... Oder hat es was? Nee, es hieß, der Nutzer hat es nicht freigegeben oder sowas. Ah. Ja, ich hatte jetzt explizit noch nicht geguckt, weil ich erstmal den Stream hier in Schwung haben wollte. Ich finde es bei The Way gerade cool, dass er dasselbe kann wie Ezio damals in seinen besten Tagen. Aha, auf jeden Fall einer, der klettern kann. Ach! Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Eben, das wäre jetzt nicht cool, wenn dann... Das ist lächerlich, ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen. Wie könnte ich es vergessen? Ich hatte es ja gar nicht vor. Das ist es ja auch. Ich halte vergessen prinzipiell für unmöglich. Es gibt nur Sachen, an die man nicht denkt. Und das macht sogar mit der anerkannten Physik Sinn. Weil es gibt ja den Energieerhaltungssatz und laut dem kann Energie weder erschaffen noch vernichtet werden. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gedanken und Erinnerungen Energie sind, dann braucht man jetzt kein Physiker oder Experte sein, um sich das zusammenzureimen. Oh, aber das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Hatte ich vorhin auch schon gehabt. Oh, da fragst du mich was. 6, 7? Kann ich das hier irgendwo nachgucken? Sequenz 7, also. Sequenz 7, ja, genau. Wie du halt wie ein Ninja aussiehst, ey. Ja, ich will ja unbedingt ein Assassin's Creed in Japan haben. Nein! Das hat lange gedauert, Pisspot. Der Lag. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montirigioni. Die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stehen wieder auf, stärker als zuvor. Ja. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele an. Bestritten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Auch das nicht. Eine Armee nennt man Frieden mit dem Feind. Dann lass es halt kein Feind sein. Ich bin nicht der